Ich habe ein neues Radio. Wo? Zeigen Sie mal. Hier. Das ist doch ein Briefkasten. Nein, das hat eine Antenne. Schauen Sie doch mal. Aha. Und die empfängt ganz toll. Jetzt können wir hier Musik hören. Oha. Und da kommt auch eine Meldung. Das, was in meinem Briefkasten ist. Aha. Da schauen wir doch jetzt mal nach. Oh. Ah. Was in aller Welt? Was ist denn das? Haribo. 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 Spicy. Hab ich doch schon mal gehört. Haribo. Sebo la vie. Was ist denn das, Herr Specht? Ja. Spicy. Ah, Haribo. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Na, wo kommt das her? Na, die mit den Gummibärchen. Ach, die sind das. Na, wer hätte das gedacht? Das hätte keiner gedacht. Aber das gibt es auch scheinbar nur in 3 Ländern. Es scheint so. Denn wenn Sie da schauen, Frankreich, Italien und Niederlande. Ja. Nun schauen Sie mal, hier oben ist ja so eine Abbildung. Dieses blaue hier, das ist Pick. Pick. Was bedeutet das? Pick. Kalt. Ah, hier haben wir Hot and Pick. Diese Hot 3 hier. Pick. Und das hier ist extra Hot and Pick. Ja, das ist doch mal was. Da bin ich sehr gespannt. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wird es sehr scharf sein vielleicht? Das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Da sind wir mal gespannt. Oh, serastu pichor un hot. Was heißt das? Keine Ahnung. Aber das hier oben, wissen Sie, was das bedeutet? Neu. Haribo, c'est beau la vie, pour le grand et le petit. Pour le grand, ja, schmeckt groß und klein. Das heißt, wenn Sie auch, was das bedeutet. Ah, sehr schön. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Probieren über. Ja, das ist ganz nouveau. Das hat Niveau. Niveau, wahr? Ja. Da steht es ja auch. Mhm. Niveau. Und Niveau, gut, Niveau. Gut Pimente. Gute Pigmente. Gut Pigmente. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, jetzt müssen wir einmal diese Abbildung noch mal zu Rate ziehen. Wir fangen mit den kleinen blauen hier an. Ja, mit diesen Blitzen. Mit den Hitzeblitzen. Mit den Blitzen. So, da ist ein Hitzeblitz. Der ist ja ganz schön groß, Mensch. Schauen Sie mal, der wirkt so klein auf der Abbildung. Auf der Abbildung wie der ganz klein. Mhm. So, Hitzeblitze. Ja, dann probieren wir mal. Das ist jetzt also nur Pick. Ah, das ist aber hart. Oi. Oh, warum ist denn das so hart? Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Das schmeckt eher nach Gummibärchen. Ja. Lecker Gummibärchen. Gummibärchen mit Zuckerkruste. Ja. Also so ein bisschen wie die sauren Gummibären. Die sind ja auch so. Gut, also von... Das war gut. Pick, heißt das vielleicht sauer Pick? Könnte das sein. Wirklich. Jetzt schauen wir mal hier, diese 3, vielleicht so eine, was sind das denn? Flammen und eine Pepperoni. Oder? Pepperoni, ja. Ja, schauen wir mal, ob wir sowas haben. Also ich bin für die gelbe Flamme. Gut, dann nehme ich die rote Flamme. Das ist das ganz Hot. Ach, oh nein, gut, dass Sie das gesehen haben. Jetzt hätte ich fast... Hätte ich das falsch gemacht? Orange. Ja, die orange Flange. Die Flange. Ja.
Oh, ah. Doch. Das kommt, das. Ja. Man kann keinen Geschmack zuordnen, aber. Es ist tatsächlich scharf. Es ist scharf. Ah. Das. Naja. Es ist scharf. Ich probiere jetzt mal noch die Pepperoni. You got Francioli? Hey, you got Francioli? Dann bin ich mal gespannt auf die Super Hot. Ich habe sowas schon mal gegessen irgendwo. Aber ich muss sagen, ich bin, auch wenn ich gern scharf esse, bin ich nur bedingt davon begeistert. Wow. Haben Sie so ein grünes mal probiert? Nein. Möchte ich jetzt auch gar nicht machen. Nee. Also die sind schon, da kommt schon eine Schärfe mit. Ja. Das, ich weiß aber nicht so ganz, gefällt es mir nicht. Bei den gelben habe ich so den Verdacht, dass ich irgendwie mit ihnen war. Ich bin jetzt gerade am Schauen, ob wir überhaupt, was ist das denn da? Ne, das ist eine Flamme. Haben wir überhaupt so einen Ding, so einen, ne? So einen Dreizack hier. Einen Dreizack? Den kann ich nämlich hier nicht ausmachen, den Dreizack. Das wäre ja sehr ärgerlich. Richtig. Es gibt keinen Dreizack in der Tüte. Ah, das ist das nicht wahr. Ist, und auch nur zwei Teufelchen. Och Mann. Oh Mann. Also das finde ich jetzt nicht okay. Sind wir aber enttäuscht. Also das geht nicht. Wie können die das denn mit uns machen hier? Naja. Aber jetzt so ein ganzes Teufelchen. Ich werde es wagen. Schmeckt schon mal kirschig. Leicht säuerlich. Und dann kommt die Schärfe. Und dann kommt die Schärfe. Ich hab's runtergeschluckt. Ja, dann kommt die Schärfe. Aber der Dreizack, das ist jetzt ärgerlich. Ja, allerdings. Dann werden wir gleich mal an Haribo streichen. Ja, da werden wir uns beschweren, dass wir hier so viele von diesen Pepperoni haben, aber keinen Dreizack. Ja. Hey, you got Francioli? Naja, ich weiß nicht. Es ist mal nicht schlecht, aber irgendwie diese Kombination von Haribo, die habe ich halt irgendwie gern süß und nicht scharf. Also die gelben waren ganz in Ordnung. Ja. Die blauen auch. Die Blitze. Blauen, ja. Nun ja, es ist mal nett. Das eignet sich vielleicht gut als Prank. Da kann man vielleicht gut Leute mit pranken. Das macht man so eine Schüssel, ne? Und dann bietet man den Leuten an, auch schaut mal Haribo. Haribo, lecker Haribo. Und dann werden die Leute sicherlich ihr blaues Wunder erleben. Jawohl. Haben wir noch etwas von der Warte? Ja, hier ist die Warte, bitteschön. Noch etwas Becher dazu, bitte. Ja, das ist so scharf, dass wir jetzt tatsächlich diese Mate trinken. Ist scheißegal, werden. Wie die schmeckt. Falls ihr das Video mit der Mate noch nicht gesehen habt, dann haben wir es hier einmal verlinkt. Und jetzt löschen wir mit der Mate. Und die Schärfe ist weg. Ja, wunderbar. Also, dann doch einen Pluspunkt für die Mate. Ja. Heißt dieses Getränk Club Mate nach dem bekannten Mate-Tee oder heißt es Club Mate von Mate? Quasi einen Kumpel, den man sich immer frisch kaufen kann. Tja. Wer weiß es schon.
Vermutlich für einen Kumpel, den man sich kaufen kann. Nun. Jetzt kommt wieder unser Running Gag. Cut. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch 2 weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.